herzlich willkommen zur zweiten Dark Ride Challenge auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute sind wir beim Thrill Felix zu Hause in seinem Amazonia Dark Ride. Wir sind sehr gespannt und ich freue mich auch sehr, dass die Jungs mal wieder dabei sind und mit mir dies zusammen anschauen können und sag doch mal gern Hallo. Hallo. Natürlich sind wir dabei. Wir sind doch genauso neugierig, was hier gebaut wird. Ja, das ist ja auch toll. Am Ende gibt es ja einen wunderschönen Pokal zu gewinnen und der Gewinner wird durch uns drei vermittelt. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir das Ganze hier zu dritt machen, weil so Parktouren sind eigentlich eher so mein Ding. Umso schöner ist es, dass die Jungs dann trotzdem dabei sind und vielleicht motiviert das sie ja auch. Wir sind ja auch neugierig, ne? Das ist ja auch. Ja, diesmal deine Challenge. Ihr könnt ja. Ja, stimmt. Das ist meine Challenge und es ist bisher eine wunderschöne Challenge. Ich kann nur auf Chrissys Video zurückrufen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das war nämlich unser erster Dark Ride, den wir gezeigt haben auf unserem Kanal. Und dazu gab es auch ein kleines Interview, wenn ihr die Geschichte wissen wollt, was Chrissy sich dabei gedacht hat. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Zu Thrill Felix. Gibt es leider kein Interview. Ich habe ihn gefragt, ob er es machen möchte. Er hat das verneint, ist aber auch kein Thema und habe ihn aber dann trotzdem darum gebeten, uns eine Geschichte dazulassen und ich habe ihm dann noch ein paar Fragen geschickt, die er uns beantwortet hat. Und als allererstes möchte ich mit euch das mal durchgehen und wir fangen mal an mit der Geschichte, die er sich hier dabei ausgedacht hat. Hey ho! Mein Name ist Dennis und ich bin ein berühmter Abenteurer. In meiner Villa erkläre ich euch genauer, worum es geht. Aber hier ein kleiner Einblick. Auf meiner jetzigen Expedition suchte ich den berüchtigten Geist des Amazonas. Doch es stellte sich schwieriger an, als ich anfangs gedacht habe. Die Kräfte des Geistens haben mich gefunden. Nun musste ich flüchten und mein Abenteuer aufgeben. Aber auf meiner Reise durch den verschlungenen Dschungel habe ich seltsame Sachen gesehen. Zum Beispiel ein verlassenes Wrack. Doch sei's drum, in meiner Villa, in der ich meine Funde der ganzen Abenteuer lagere, finden wir bestimmt etwas, womit wir uns beschäftigen können. Das ist eine kleine Geschichte, die während dem Ride von ihm begleitet wird, schreibt er noch dazu. Okay. Eine ich wusste gar nicht, dass du Abenteurer warst oder bist. Ich weiß auch nicht, warum er sich den Namen ausgedacht hat, aber ich find's toll. Ich find's toll. Genau. Und ja, ich habe ihm dann noch ein paar Fragen zukommen lassen, die gehen wir auch noch mal kurz durch. Und zwar habe ich gefragt, was ihn dazu inspiriert hatte und welche Gedanken er gehabt hat, so einen Dark Ride zu bauen. Und er hatte geantwortet, ich habe mir einen Vlog vom Gardaland angeguckt und gedacht, irgendwie ist so ein Dschungelthema echt cool. Und das hat er dann deswegen gemacht. Das lässt sich ja auch gut bauen mit Planet Coaster, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Dann die dritte Frage habe ich gefragt, was für ihn so am schwierigsten war bei diesem Projekt. Und da hat er geschrieben, das Schwierigste war es, die Fläche komplett zu füllen und zu themen. Okay. Das musste ja nicht sein. Also ich war ja großzügig mit der Fläche. Also sehr viel Platz gewesen, das stimmt. Ja, ja. Okay. Und die vierte Frage war dann, wie er denn die Challenge allgemein fand. Und daraufhin hat er geantwortet, er fand die Challenge mega und würde sie immer wieder gerne machen. Sehr schön, das freut zu uns hören. Ja. Ja, das hört man sehr gerne. Dann hatten die Dark Ride Challenge Teilnehmer ja 4 Monate Bauzeit und da habe ich gefragt, ob es die für ihn auch gereicht hätten oder haben. Und mit einem Lachsmiley hat er mir dann geschrieben, ja, hatte am Anfang erst was anderes und bin erst Ende des ersten Monats angefangen, das zu bauen, was ihr bald sehen werdet. Und ja, wir sind sehr gespannt auf jeden Fall.
Und dann die sechste Frage war dann, hattet ihr genug Freiheiten oder hätte man es doch anders gestalten müssen? Und der sechste, die Antwort zur sechsten Frage war dann, der Platz war mehr als ausreichend, hätte mir gerne gewünscht, Custom Music zu nehmen. Okay. Mhm. Ja, es kann schwierig sein wegen YouTube, ne? Kann schwierig sein wegen YouTube, genau. Und das andere ist halt, ich kann es verstehen. Weil wenn man eine Pre-Show macht oder sonstiges, das haben wir ja bei Chrissys Dark Ride gesehen, sie hat es sich ja auch gewünscht. Und ja, ich glaube, die Pre-Show wäre auch dementsprechend komplett anders gewesen oder anders geworden, wenn sie oder irgendjemand was auf Deutsch eventuell gesagt hätte, was man dann ein bisschen mehr oder dass man ein bisschen mehr so in das Thema reingeführt wird. Ne? Ja, kann man mehr machen. Kann ich, das stimmt. Kann ich verstehen und wir haben es auf jeden Fall mal notiert für die nächste Challenge, wenn noch einmal sowas kommen sollte. Ja, dann, also immer dankbar für so Feedback, das hilft uns ja auch, die nächsten Challenges dann besser zu machen. Genau, du sagst es. Und die siebte Frage ist dann, habe ich gefragt, ob er denn bei einer weiteren Challenge von uns einfach mal mitmachen würde. Und die Antwort war dann einfach nur, ja. Das ist lustig. Sehr gut. Ja. Und freut uns natürlich auch wieder sehr. Es ist schön, dass die Leute Spaß daran hatten. Und das motiviert uns auch ein bisschen, ne? Natürlich, voll. Und die achte Frage ist, sollten wir nochmal eine solche Dark Ride Challenge deiner Meinung nach machen? Und eine weitere Challenge gerne, würde mir lieber eine Challenge wünschen, auf der wir eine kleine Themenwelt bauen. Ist notiert und wir nehmen uns alle Wünsche sehr zu Herzen und versuchen diese natürlich auch irgendwie umzusetzen. Aber es hat halt alles ein bisschen was mit Zeit zu tun, ne? Das ist für uns halt kein Fulltime-Job, was wir hier machen, sondern wir machen das echt gerne und auch mit Spaß und Liebe. Und ohne euch ist das natürlich auch alles nicht möglich. Deswegen sind wir auch umso dankbar, euch als Community zu haben. Das sollte man auch vielleicht mal an dieser Stelle sagen. Ohne euch wären wir gar nicht erst hier so weit gekommen, wo wir jetzt gerade sind. Ja, wir hätten auch damit sowieso eh schon nicht gerechnet. Sagen wir schon, haben wir schon oft genug gesagt, aber wir hätten gedacht, wir bleiben bei unseren 20 Abonnenten und hören dann wahrscheinlich irgendwann wieder auf. Ja, kannst du auch nicht oft genug sagen. Die Zahl ist ja nach wie vor und wird auch immer absurder irgendwie. Absurder, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, früher war es für mich einfacher, mir so viele Leute vorzustellen, als es jetzt ist. Ja, stell dir mal vor, du hast jetzt 664 Leute vor dir stehen. Ja. Das ist schon einfach, ist eine Menge. Ja. Ja. Das ist wohl wahr, ja, das stimmt. So eine Halle füllst du auf jeden Fall damit. Ja. Wir machen eine Party, Privatparty, nur für 7 Cents Mitglieder. Ach, sieht so laut. Haufenweise coole Leute. Oder? Wie war das bei dem Film Project X oder was? Ja, ne? Ja, genau, ja. Dann ist da Mercedes aber im Pool, das sage ich dir. Mein AMG, nee, lass mal. Dann die neunte Frage war, es hatten ja so ein paar Leute bei YouTube geschrieben und auch bei uns auf dem Discord und hat die Challenge-Teilnehmer so gefragt und waren so gehypt und waren so heiß auf diese Dark Ride Challenge und haben sich alle so gefreut und haben dann halt gefragt, ob er ein bisschen nervös diesbezüglich war und aufgeregt und hat so ein bisschen Stress gemacht. Und daraufhin hat er geantwortet, eigentlich nicht wirklich, weiß eh, dass ich nicht so gut bin, aber es geht ja hauptsächlich um den Spaß. Und das war so eine Antwort, wo ich mir gedacht habe, wow. Ja, genau darum geht's. Es ist vollkommen egal, wer oder was. Es sind alle gute Erbauer. Der eine besser, der andere nicht so gut, aber dennoch ist das alles kompakt. Immer alle haben ganz eigenen Stil. Ja, genau.
Und ja, also es ist, er hat es eigentlich gut zusammengefasst. Am Ende ist das Wichtigste, dass wir alle Spaß daran haben. Genau, ja. Und so sieht's aus. Genau. Und wir werden jetzt bestimmt auch jede Menge Spaß haben, denn die Fragerunde ist jetzt vorbei und wir starten jetzt Amazonia. Wir starten das Ganze aber erstmal ein bisschen von außen. Er hat hier einen kompletten Kasten gebaut. Was ich auf jeden Fall schön finde, ist, wir haben eine PV-Anlage anscheinend. Und eine Klimaanlage. Sehr gut. Das fand ich sehr cool. Fand ich ein cooles Detail. Wollte ich unbedingt noch zeigen. Ja, es ist auf jeden Fall die wortwörtliche Blackbox hier. Wir haben keine Ahnung, was da drin ist. Genau. Es könnte jetzt alles kommen. Und ich mag die Kulisse hier auch tatsächlich, ne? Ja, das Gebäude gefällt mir echt. Ja, ist ja die Villa. Ist ja die Villa. Das Dach ist cool. Mhm. Das ist custom alles, ne? Ja, deswegen ist es sehr cool. Oh. Das sind, glaube ich, die Balken. Diese Holzstrebe. Holzstrebe. Das alles genau. Kleine Holzstreben. Das ist krass. Das ist schön. Das sieht sehr gut aus, ja. Ist echt hübsch. Also kannst du so, vor allem als Q-Line finde ich eigentlich ganz geil. Das könnte so in einem Park stehen, ne? Ne, eben, deswegen manche. Ich muss schon ziemlich realistisch. Ich musste gerade auf mein Handy gucken. Wirklich. Ne, könnte auch so im Park stehen, stimmt. Das gefällt mir auch sehr gut. Ist ja die Villa jetzt von dem Dennis, ne? Ist ja meine Villa. Ja. Du solltest sie eigentlich ganz gut kennen. Ja. Ja. Hey, ja. Soll ich euch rumführen? Ja, gerne, mach mal. Ja? Okay, gut. Dann gehen wir mal in die Villa rein. Hier ist soweit aber nichts, glaube ich. Das ist nicht die Villa. Nee, aber hier ist irgendwas ist hier drin. Ja, ein Personalgebäude, ne? Ach, guck mal. Es brennt. Feuer im Wald, ist gefährlich. Oh, exit only. Okay, gut. So, wait time. Achso. Das ist cool. Meine Villa ist am besten im Dunkeln begehbar. okay. Dann sieht man den Dreck nicht so. Okay. Ja, sorry. Hast du vergessen aufzuräumen? Ja, eine Villa ist riesig. Du wolltest deine neuen Lampen zeigen. Achso, kann ich auch. Warum hast du eigentlich ein Flugzeug am Dach? Weil ich es kann. Privatjet? Okay. Propeller. Das ist kein Jet. Also irgendwann ist das Geld auch alle. Ne? Also es ist so ein Doppeldecker geworden, ja. Ja, genau. Okay. Genau. Mit dem warst du schon auf vielen Expeditionen. Ja, absolut. Die Villa hat ja schon genug gekostet. Ja, eben, genau. Ja. Ja, man findet halt auf Expeditionen so einige Schätze. Das glaube ich. Und Flugzeuge. Ja, wollt ihr jetzt rein oder nicht? Ja, ich möchte gerne rein. Ah, schade, ich dachte, ihr hättet ihn jetzt auch Dennis genannt. Dann machen wir das doch gerade einfach mal. So, jetzt ist er. Dennis. Hallo Dennis. Da siehst du dich. Kommt rein. In meine Villa. Hübsch. Ja. Oh, hier habe ich mir einfach gedacht, ich mache hier so ein Fenster rein und einfach hier so eine Nische und ein paar Fässer und so. Einfach so. Ist klar. Stauraum. Genau. Ein paar Kisten. Ja, das Schild habe ich 1795 gefunden. Ja. Nein, ich kommentiere jetzt natürlich nicht alle Bilder. Nee, wir schauen uns hier den Dark Ride. Ach du lieber Gott. Hui, schön. Wow. Das ist cool. Mir gefällt die Musik im Hintergrund, das passt so gut. Ja, ist Abenteuerstimmung. Ja, absolut. So kommt so ein bisschen Dr. Jones-Feeling. Also du hast nicht nur einen Doppeldecker draußen stehen aufs Dach, sondern auch im Wohnzimmer, im Flur. Ja. Genau, hier habe ich so ein bisschen meine künstlerischen Künste drauf gemalt und so. Ne? Mhm. Ja. Macht Sinn, ja. Ja, es ist. Ja, bist gut rumgekommen. Hier steht viel Zeug rum. Ja, vor allem hier so ein Schlangenkopf. Schlange war schwer. So komplett in Gold. Ja, das glaube ich. Das kann ich nicht mehr. Ach, deswegen fliegt der Flieger da hinten nicht mehr. Mhm. Genau. Guck mal, in Asien war er auch. Ja. Mhm. Die ganze Welt hat er bereist. Ja, alles. Oh. Okay. Oh, ein Auslöser. Eine Pre-Show, hä? Huh? Versteckter Trigger. Oh, steht jetzt leider nichts dabei. Es steht auch 0 Sekunden. Also wird es nichts sein. Mach doch mal drauf, trotzdem mal. Echt jetzt? Warte mal. Ich gehe da jetzt eine Wand auf oder so? Auch? Ich meine, ist der aha, Weg. Aha, aha. Das musst du doch wissen.
Nee, ist doch dein Haus. Ach, cool. Das ist nochmal ein Auslöser. Ich finde das geil, dass alle Leute hier Pre-Shows bauen. Ja, ich finde das richtig geil. Das ist echt heftig. Geht 10 Sekunden. Nice. Shadow Play gedrückt, oder? Glaub schon. Ist hier was aufgegangen? Ich verstehe jetzt auch die Custom Music. Ich liebe diese Planko-Stimmen, ne? Ja, sie sind echt lustig, ja. Aber ging jetzt auch die Tür auf? Das ist die Frage. Sonst wird es schwer, da durchzugehen, ne? Oder habe ich irgendeinen Durchgang verpasst? Ja, wir bleiben jetzt hier. Ist ja nicht schlimm. Alles gut. Ich kann ja hier nochmal auf Play drücken. Okay, nee. Ja, das müsste ja. Hier ist ja ein Schild, also. Da ist Ausgang, ja. Probier's mal. Ausgang, ja, ich geh mal. Das sieht aber gut aus, oder? Schon, ja. The Wheel. 1607. Das ist aber. Das erste Rad geklaut. Das erste Rad geklaut einfach. Ja, ich hab die Kutsche mit 3 Rädern stehen lassen. Oh Mann, jetzt geht's aber los hier. Okay. Only 5 people. Okay, wir kommen zur nächsten Pre-Show, hä? Das ist cool, dann wird es auch nicht langweilig mit Anstehen. Dann passiert die ganze Zeit was. Das ist echt krass, ja. Ah, nee. Das Anstehen selber irgendwie schon Teil der Attraktion. Das ist schon die Attraktion, aber schönes Gebäude, oder? Ja. Da finde ich auch sehr schön gemacht. Wow, ey, Leute, ey, was stimmt mit euch nicht? Ey, das ist ja. Ach Gott, das ist kann ich so gut bauen, wo den? Ja, echt. Das ist echt gut. Guck mal hier. Hier geht einfach mal die Klappe auf, weil da Gold drin ist. Ach, wolltest du jetzt mal dein Gold nochmal zeigen, ja? Oh Mann, ey. Dass du Geld hast. Ja, weil ich es einfach kann. Okay, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier. Die fährt wahrscheinlich gerade. Die fährt wahrscheinlich gerade, ja. Das kann natürlich sein. Ist die an? Ne, die ist aus. Okay. Ah, die ist aus, okay. Okay. Ah, okay, dann fährt sie auch nicht. Dann machen wir auch mal P. Und. Aber hier ist doch nichts. Hä? Eigentlich sollte jetzt ein Wagen spawnen. Ich höre aber irgendwas. Wenn ich jetzt da. Kann das sein, dass das gar nicht hier die. Das ist gar nicht die richtige Station hier, ne? Kann das sein? Oh Gott. Das machen wir schon. Nee, das ist nicht die richtige Station. Ich meine, wenn du den Weg selber anklickst, dann siehst du ja sogar vorgehoben, wo die ganze Bahn lang geht. Dann müsste man auch die Station sehen, wo die eigentlich ist. Da. Da, die ist. Du musst ein bisschen warten, bis hier was ankommt. Warte mal, war der jetzt weg? Nee, das ist auch da, der Waggon. Okay. Drück mal Pause. Ja, kannst du jetzt fortspulen, jetzt kommt bis der hier rauskommt. Jetzt kommt er, ja, okay. Alles klar, ich verstehe. Das ist aber auch cool, diese komplett Custom-Station. Er ist eben. So, jetzt sind wir da. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Gesehen habe. Ach, gut, dass ihr dabei seid, ey. Ich hätte das nicht. Voll verrafft. Ich finde das richtig cool als Idee. Ja, ist echt cool. Ach, ich liebe diese Stimmen. Also wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal komplett durch. Ja, auf jeden Fall. Wir fahren jetzt erstmal die Bahn mit und schauen uns das Ganze mal die wunderschöne, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, das ist halt wirklich der Amazonien-Fluss hier, ne? Ja, echt toll. Auch wenn ich den Namen jetzt nicht hätte, das sieht genauso aus. Also zumindest von meinem Bild im Kopf, ich war noch nicht da. Boah.
Ich so wieder so viel zu sehen, ey. War ich schon bei der Chrissy so krass. Oh, das ist der Alter. Da bricht was aus oder so. Hast du jetzt nicht hingeguckt? Ist das hier noch eine Station oder was ist das denn unter? Ich hab keine Ahnung. Ach, so mit Wegen gemacht, ne? Das erklärt. Kann natürlich auch sein, dass du da auch zum Ausgang oder mit dem Ausgang langläufst. So an Sicherheitsausgängen gedacht, wenn die Bahn mal stehen bleibt. Könnte man auch nehmen, ja. Ich meine so allgemein den Ausgang halt, den offiziellen. Alter, ihr kümmert euch um irgendeinen Ausgang, ey. Guckt euch das Ding mal an. Mit dem Nebel und allem voll gut, ey. Also du machst dich wirklich schlechter, als du bauen kannst, ehrlich. Also was soll das? Das ist voll gut. Ja, auf jeden Fall. Sogar auf verschiedenen Ebenen gebaut, das freut den Rick so richtig. Maximal, ja. Ich finde etwas wäre cool. Jetzt wird's wild. Die Musik, gell? Huch. Nice Mod. Ja, hier ist alles möglich. Schön getimed. Hallo AR Desert, Lamlu Apple Coney Mobunga, Ready Fuel, EAR Broken Aruna, RCPAMI. Ja, hier wäre Custom Media schon praktisch gewesen, das stimmt schon. Ja, klar. Wir wissen es doch auch nicht, das ist unsere erste Challenge. In dem Rahmen. Wir machen es besser. Boah, ich bin echt beeindruckt, ne? Also, das ist so cool. Es ist so cool, ehrlich. Also. Wow. Du kommst ja von der einen Welt in die andere. Ja, du bist gut rumgekommen. Boah. Stark. Lauf dafür. Ja, voll gut. Geil. Er hat ja auch geschrieben, er hat mit einem ganz alten Laptop gebaut, ne? Also, das Respekt, das ist anstrengend. Also, das ist anstrengend, ja. Das muss ja geleckt haben ohne Ende, eigentlich. Mhm. Und dann trotzdem noch so Kastendächer und sowas zu bauen, das ist schon, Ja. Jo. Da ist er schon gut als an Ehrgeiz hinter gewesen. Das muss ja irgendwie funktioniert haben mit seinem Laptop, weil alles, wenn ich das mir alles hier so angucke. Die Sachen sind ja auch alle ziemlich präzise getriggert, ne? Das ist ja auch nochmal schwieriger, wenn das Spiel nicht flüssig läuft. Ja. Mir gefällt das so sehr mit dem Nebel und so, das gibt direkt diese Atmosphäre, das ist so gut. Ja. Ich liebe Nebel. Du bist gerne im Nebel, ne? Ja. Ich weiß nicht, mit Nebel kriegst du so schnell so eine gute Atmosphäre drin. Jetzt alles schwarz. Das muss jetzt die Station sein, glaube ich. Ich glaube, wir sind da. Das sieht ein bisschen so aus, ne? Ja, wir haben ja auf Testfahrt. Müsste ja dann gleich weitergehen. Wir gucken mal. Wir fahren mal so weit, wie die Custom Station. Das ist krass, ne? Macht ja einfach eine Custom Station. Das ist unfassbar. Das ist eine super geile Idee. Ja. Okay. Ich geh mal hier raus. Dann fliegen wir. Das war echt gut. Das war voll gut. Das ist ja ein kompletter Gegensatz zu Chrissy, deinem Dark Ride. Also hier haben wir tatsächlich ein Abenteuer Dark Ride und Chrissy hat einen Horror Dark Ride gebaut. Also schön, so abwechslungsreich, ne? Ja, Sonic wird der nächste Dark Ride sein. Das ist ein Western-Bereich. Also ich finde es faszinierend, dass ihr alle komplett verschiedene Dark Rides gebaut habt, ohne zu wissen, was der andere baut. Eigentlich könnte man sagen,
keine Ahnung, von den 5, die jetzt abgegeben haben, bauen 2 ein Horror-Dark Ride und ja. 2 ein Abenteuer-Dark Ride, weil es halt die Teile hergibt. Nö. Nö, jeder das was anderes. Cool. Das ist ohne Absprache. Ich bin begeistert, also ehrlich. Ihr seid toll, Leute. Ja, also das kann man nicht anders ausdrücken. Wir fliegen auf jeden Fall jetzt mal komplett mit. Schauen uns das Ganze mal jetzt hier mal. Okay, Custom Media, hier ist dann ein Leinwand. Ja, da wäre irgendwas gewesen. Wahrscheinlich, ja. Das ist klasse gemacht, ne? Hier ist ein Shop. Ja, schon. Ja. Ganz Steine kaufen. Ganz Steine kaufen. Oh, das ist aber eine coole Szene. Also, guck mal hier. Mit Fischen, die man nicht sieht. Siehst du gar nicht, ne? Meine Lieblingsdetail ist die, die keiner sieht. Ja. Hier, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das auch nicht gesehen. Das ist ein Mississippi-Dampfer hier. Wie cool. Ja, ich muss mal gerade Pause machen, weil hier fliegt ja irgendwas gleich noch in die Luft. So, ihr wolltet hier ja den Weg haben. Ich frage mich, ob das wirklich. Nee, es ist einfach wirklich nur. Nee, es ist einfach nur ein Weg. Ne? Ja, genau. Ja, cool. Geil. Passt voll gut rein, ne? Ja. Oder es soll tatsächlich irgend so ein. Ich mag aber auch diese ganze. Okay. Das, okay, cool. Alter. Das ist deine Steinesammlung. Geht der Weg noch weiter? Wo sind wir jetzt gelandet? Ah, ne, jetzt hier ist Ende. Ah, okay, okay. Hier ist Ende. Hier ja, wenn du mal zurückgehst vor dem. Vor diesem coolen Innenraum hier. Ich finde, dass diese ganze Kulisse oberhalb des Wasserfalls sehr, sehr geil aussieht. Ja, ne? Ich weiß nicht warum. Es ist relativ simpel, aber mit dem Licht sieht das so cool aus. Ja, ich wollte gerade sagen, das macht die Beleuchtung ganz gut gerade. Ja, ja, ist so. Ist wirklich so. Ist wirklich sehr hübsch. Aber hier ist ja noch so einiges, ne? Das ist haufenweise Zeug. Das sieht aus wie so ein Lager. Genau, wir fahren mal weiter. Weil hier war ja noch mit links, Feuer. Links war ja noch, ich glaube, der ist aber schon ausgebrochen. Ja, das war links, war schon. Es ist wirklich schön, dass die ganzen Details so ein bisschen in Szene gesetzt werden. Boah, ist viel Kram. Okay. Mag ich. Überall Fässer, gell? Ja, finde ich gut. Hier ist die Rückseite von Mississippi-Dampfer. Das ist voll ein Riesenboot, ne? Und einfach kann man nichts sehen. Echt, da muss man sich wirklich während der Fahrt die ganze Zeit umschauen und das irgendwie jetzt mitzukriegen. Weil hier so viel Zeug überall steht. Ja, ist so. Ich finde es auch sehr gut gemacht. Das sieht man auch nicht so häufig. Das aber macht viel aus, wenn so ein. Lift, also so ein Lift komplett, ist. Ja, komplett eingepackt ist, ja. Weil meistens sind Lifte irgendwie so, dass es so, ja, Zeit, die vergeht, die man irgendwie überbrücken muss. Aber wenn es so integriert ist, dann. Das stimmt, ja. Dann ist es einfach Teil der Fahrt. So, hier ist dann eine Mod eingebaut. Okay. Das ist so krass, ne? Mhm. Ja, da wird der berühmte Abenteurer Dennis interviewt. Ja, ja, ja. So schön alles, wirklich. Also, es ist so toll. Ist auch wieder hier, ne? Komplett. Echter geredet, als er eigentlich ist. Ja, absolut. Brauchst dich auf keinen Fall verstecken. Wir sind auf jeden Fall total begeistert. Also, so schön. Und dann kommt zum krönenden Abschluss die Abfahrt, der Drop. Ist wirklich oh, krass. Wow. Auch ein schöner Blick. Ja, ja, ne? Ja, auch echt cool. Ja, jetzt haben wir einen Drop verpasst. Das ist nicht schlimm. Wieder der Mississippi-Dampfer. Von der anderen Seite,
Tatsächlich. Ja, ja, ja. Ah. Guck mal, das ist intelligent gebaut, ne? Das ist eigentlich, eigentlich ist da nur ein Schiff und fährt das dann einfach vorbei. Aber während der Fahrt merkt man das gar nicht, dass man da hinten schon mal war. Ja. Cool, ey, echt cool. Also ich bin mal wieder total sprachlos. ich bin total begeistert. Ich könnte weinen, ehrlich, so toll. krass, dass ihr sowas für uns baut. Das muss man sich erstmal überlegen. Ja? Ja, es ist eine Riesenehre. Also, das ist unfassbar. Ihr habt das für uns gebaut. Einfach so. Weil ihr Bock drauf hattet. Wow. Und das ist die ganze Hülle. Das sieht schon cool aus. Sieht echt cool aus. Ich würde es tatsächlich gerne. Würde ohne dieses ganze Gebäude cool aussehen. Ja, ohne. Einfach so als Park. Ja, genau. Einfach als Park, ja. Soll ich mal machen? Wenn das alles. Ah, nee. Leider nicht. Löscht doch. Kannst du doch. Ach, stimmt. Kann ich löschen. Kann ich. Ich sehe jetzt gerade nur der Nachthimmel, ne? Mhm. Wir machen hier alles kaputt. Tut mir leid, ich mach's gleich wieder rückgängig. Aber. Oh nein. Das hast Baum gelöscht. Mhm, die sind wichtig. Ist wieder da. So, reicht ja schon. Muss ja nicht mehr sein. Ah, guck mal hier. Schon cool. Ja. Da könntest du auch so einfach hinbauen, ja. Finde ich immer cool, ne? Wenn du ein Dark Red baust, dann baust du ja eigentlich immer nur die Stellen, die wichtig zum Angucken sind. Das war hier teilweise auch so, dass nur halbe Löcher so da waren. Genau. Ist ja auch clever und sinnvoll. Aber das hier sieht auch wenn du alles sehen kannst, trotzdem cool aus. Ja, absolut. Es ist echt cool geworden. Also, Three Felix, vielen Dank, ehrlich. Gerade der Lift fand ich ganz geil. Da der gerade Vorkopf ist. Der rote, ne? Der, genau, bei dem roten. Der andere. Da. Ja, der war echt schön thematisiert alles, ne? Das stimmt. Ist wirklich sehr hübsch. Wow, echt wow. Man weiß gar nicht, wo man alles noch gucken soll, ne? Das ist. Ja, da ist auch, da ist der Berg hier ausgebrochen, oder was das war? Der hier, genau. Da kam auch eine Feuerfontäne raus. Genau, ja. Da kam eine Feuerfontäne raus, ja. Schon cool, ey. War ja recht am Anfang, können wir ja mal gucken. Also Vorsprung. Mich hat die Station tatsächlich ein bisschen geflasht. Ich habe das, glaube ich, noch nie so gesehen. Nee, ist auch das erste Mal, dass also ich die komplett mit Custom ist. Ja. Können wir uns das nochmal angucken? Ist zwar jetzt die Hülle weg, aber ist nicht schlimm. Ist auch so schön. Ist auch so schön. Ist ja immer noch irgendwie so Dark Ride. Ne? Ist ja auch so noch dark. Ja gut, ich hatte halt gesagt, muss halt eine Hülle drum sein, ne? Soll ein Dark Ride sein. Ja, also ich meine, okay. Ich meine, wir haben jetzt auch wirklich absolut, ohne irgendwas zu wissen, sind wir hier reingegangen. Wir haben nur diese Box gesehen. Genau. Die alles drin sein können. Genau, und das ist ja gerade das Tolle an einem Dark Ride, ne? Richtig. Das ist das Tolle. Und umso schöner, dass ihr euch da so viel Mühe gegeben habt. Weißt du, was wir noch gar nicht gesehen haben? Den Ausgang. Stimmt, ja. Wir sind gar nicht ausgestiegen. Wir sind noch gar nicht fertig. Gut, dass du es sagst. Ui. So, das war auf jeden Fall weit, das ist das Ende hier. So, gleich kommen wir in die Custom-Station. So, da sind wir. Nice. Da geht's gerade raus, rechts da. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Natürlich, in einen Shop rein. Geil. Klasse. Die einzig richtige Art und Weise, einen Ausgang zu bauen. Ja. Ich glaube, das sind alles so Freizeitparkgänger, die genau wissen, nach jedem Highlight-Ride kommt ein Shop. Muss aber auch so sein, ne? Ja.
War da nicht draußen noch ein anderer Weg, den man gehen konnte? Also links neben dem Haus? Stimmt, da gab es ja auch noch. Da war ja auch noch was. Ja, du hast recht. Hier. Ach krass, okay. Aber was ist da? Das werden wir gleich erfahren. Könnte der Fastpass sein. Ja, tatsächlich. Ah. Ist ein Fastpass. Cool. Aber ein Custom-Fastpass. Ein Custom. Krass. Aber hier ist noch was. Da ist noch was. Das Backstage. Im Bau, 31.10.24. Hä? Okay, wird es noch erweitert hier? Das wird dann. Hä? Okay. Ich meine, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, einfach den, das Ding hier als Start für einen neuen eigenen Park zu nehmen, ne? Ja. Absolut. Ja, wow. Okay. Gerne bei uns in der Parkbewerbung dann hochladen. zeigen wir sehr gerne. Oh, denke ich doch. Da, das machen wir auf jeden Fall. Und ich gehe jetzt nochmal hier rein. In das gute Ding. Und bleib mal hier so bei der Kulisse. Ist doch hübsch. Die ist sehr hübsch. Oder die Kulisse. Oder wie auch immer. Also ich bin total beeindruckt. es ist, ich glaube, die ist cool. So ein bisschen tiefer noch. Oh Gott, ja, schön. Oh ja, da hinten sieht cool aus. Gell? Sieht cool aus, so bleiben wir. Ja, Through Felix, vielen Dank für deinen Dark Ride. Du hast dich auf jeden Fall schlechter gemacht, als wie das hier ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin schon wieder sprachlos und total begeistert. Ich bin sehr gespannt auf die anderen Dark Rides. Es sind ja noch drei, die kommen. Vielen Dank, dass du bei unserem Dark Ride Challenge mitgemacht hast und auch, dass du noch die Fragen beantwortet hast. Ja, das stimmt. Ja. Also mich hat es sprachlos gemacht und ich denke mal, ich spreche für uns alle. Ja. Wir waren absolut verwundert, was du in dieser Halle gebaut hast, weil wir wussten wirklich, wirklich vorher von gar nichts. Aber ich denke mal, das kann man an unserer Reaktion oder an meiner Reaktion gut erkennen. Ich bin ja live. Genau. Und in Farbe. Und in Farbe, richtig. So sieht's aus. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Der Link zu diesem Dark Ride ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst dem lieben Thrill Felix doch gerne ein Like da. Abonniert diesen Park und favorisieren nicht vergessen. Favorisiert ihn. Immer schön hochvoten. Hochvoten. Und vielleicht einen kleinen Preis da lassen. Einen Preis da lassen wäre auch schön. Und hier gibt es ja auch einen Preis zu gewinnen. Und wir sind gespannt, wer der Gewinner wird. Wir haben noch drei Dark Rides und der letzte Dark Ride war von Chrissy. Den könnt ihr euch auch gerne anschauen. Den verlinke ich dann jetzt gleich auch noch beim Abspann. Viel Spaß dabei. Und ich sag Ade und bis zum nächsten Dark Ride. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von uns.